Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es gab länger kein Aufgebraucht-Video von mir, was nicht daran liegt, dass ich keine Produkte aufgebraucht habe. Nein, es lag eher daran, dass ich zwar ein Aufgebraucht-Video gefilmt habe, aber bevor ich es bearbeiten konnte, sprich bevor ich die Dateien auf meinen Laptop gezogen habe, habe ich aus Versehen sämtliche Dateien dieses Videos gelöscht und gleich wieder mit einem neuen Video überschrieben, sodass außer dem Thumbnail nichts mehr zu retten war. Was mich besonders geärgert hat, weil ich in diesem Aufgebraucht-Video etliche Produkte dabei hatte, die ich noch nie gezeigt habe und voraussichtlich auch nicht wieder zeigen werde, bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht. Und war leider nicht mehr zu ändern, nichts mehr zu retten. Ich habe dann angefangen, wieder meine aufgebrauchten Produkte zu sammeln und die, die seither zusammengekommen sind, die werde ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Mein Tütchen ist zwar jetzt nicht so voll wie sonst, aber es sind doch einige Sachen zusammengekommen und ich glaube, das Video wird trotzdem etwas länger. Ich habe das hier neben mir stehen und werde einfach mal reingreifen. Also die Sachen, die ich euch zeige, sind dann nicht in irgendeiner bestimmten Reihenfolge, sondern einfach so, wie ich sie rausgreife. Und da habe ich als erstes mal wieder einen Duschpuschel. Im letzten Video hatte ich sogar zwei, aber die sind... ich konnte das Video nicht nochmal drehen, weil ordentlich wie ich bin, habe ich natürlich alles ordnungsgemäß in die verschiedenen Müllbehältnisse sortiert. Und just an dem Tag, wo mir aufgefallen ist, dass die Dateien weg sind, war die Müllabfuhr schon da. Ich konnte es also gar nicht nochmal drehen, weil schon alles weg war. Also wie gesagt, ich hatte im letzten Video zwei Duschpuschel. Dieses Mal habe ich einen, der ist völlig verratzt und ausgenudelt und ein neuer ist wieder in Benutzung. Wer so einen Duschpuschel nicht in Benutzung hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass das heutzutage keiner mehr hat, sollte das mal ausprobieren, weil das spart jede Menge Duschgel. Man braucht wirklich nur eine kleine Menge und das schäumt wahnsinnig auf und ich liebe natürlich Schaum beim Duschen. Insofern, Duschpuschel muss immer sein, auch wenn es Plastik ist. Ich habe noch keine gute Alternative dazu gefunden, die nicht auch irgendwann im Müll landet. Dann habe ich, man höre und staune, nicht eine, sondern zwei Flaschen Haarspray geleert. Die waren natürlich nicht voll. Die standen beide seit Jahren in meinem Schrank und in beiden war eigentlich nur noch ein Müh an Produkt enthalten, sodass ich die jetzt endlich mal leer gemacht habe. Gerade jetzt im Frühjahr, als es doch öfter mal geregnet hat, da standen mir hier die ganzen nachwachsenden und abgebrochenen Haare so zu Berge, dass ich unbedingt mal Haarspray brauchte, um das ein bisschen zu bändigen. Da habe ich die aufgebraucht. Ich brauche normalerweise so gut wie nie Haarspray. Ich bin einfach kein Fan von Haarspray, insofern, standen die halt relativ lange da. Das ist einmal von L'Oréal El Net Deluxe, das parfümfreie Haarspray. Spielend leichtes Ausbürsten, extra starker Halt, duftneutral. Das hatte ich mir seinerzeit genau deshalb gekauft, weil es eben duftneutral sein sollte, was es nicht ist. Aber es riecht lange nicht so streng wie andere Haarsprays. Also ich finde, Haarspray riecht immer... Man riecht halt, dass man Haarspray benutzt hat. Punkt. Es hat lange nicht so penetrant gerochen wie andere Haarsprays. Es hat einen guten Halt gegeben, hat die Haare nicht so verklebt, hat sich gut ausbürsten lassen. Erstens mal kaufe ich aber nichts von dieser Marke. Und zweitens benutze ich, wie gesagt, nicht so oft Haarspray. Und das hier ist von Wella. Wella Flex Hydro Style Haarspray, extra starke Haltstufe 3. Da steht drauf neu. Wie gesagt, das stand ein paar Jahre bei mir im Schrank. Ich weiß nicht, ob es das in dieser Form überhaupt noch gibt. Also neu ist da nichts mehr. Das hat mir die Haare zum Teil wirklich verklebt, weil es sehr flüssig, sehr klebrig war. Hat sich aber trotzdem gut auskämmen lassen. Aber auch hier kaufe ich nicht. Ich habe jetzt eine Probe noch, die ich auch schon seit ein paar Jahren hatte. Auch konventionelles Haarspray. Die werde ich noch aufbrauchen. Und dann mal schauen, ob ich mir in Sachen Naturkosmetik Haarsprays angucke oder nicht, weil, wie gesagt, ich benutze sie einfach zu selten, als dass es sich lohnen würde, sich da was großartig zu kaufen. Was habe ich denn noch geleert? Ich habe, bleiben wir bei den Haaren,
eine Haarkur, diesmal nur eine. Die Altera Haarkur von Rossmann mit Biogranatapfel und Bio Aloe Vera. Habe ich euch schon unzählige Male gezeigt, verwende ich bei jedem Haarewaschen anstatt Spülung, weil eine Spülung bei meinen Haaren überhaupt nichts ausrichtet. Und teilweise wasche ich sie ganz aus, teilweise nicht komplett, sodass so ein bisschen drin ist, so als Leave-in. Es kommt immer darauf an, wie ich mir die Haare gerade style, weil bei den Wellen und Locken ist das immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber die möchte ich nicht mehr missen. Kaufe ich meistens im Angebot bei Rossmann. Altera ist ja öfter mal im Angebot und da kaufe ich dann gleich 2, 3 Tuben, damit ich einen Vorrat habe und nicht auf dem Trockenen sitze. Dann habe ich, wer das gesehen hat, ich habe in meinem letzten Vlog den Badezimmerschrank aussortiert, ausgemistet, neu konfiguriert und wieder neu einsortiert. Und da sind ein paar Sachen bei rausgekommen, die jetzt hinüber sind bzw. einfach nicht mehr benutzt werden. Und dazu zählt dieses hier. Das ist eine Tube der Bullrichs Heilerde-Paste. Die ist gebrauchsfertig gewesen bei Muskel- und Gelenkbeschwerden, Akne und fettiger Haut. Und ich hatte die immer als Gesichtsmaske benutzt für meine fettige Haut, die ja doch dann aufgrund dessen, dass die Poren öfter mal verstopfen, gerne zu Unreinheiten neigt. Das war, bis ich sämtliche anderen Masken, Tuchmasken, Masken in Sachets, Tiegeln und Töpfen entdeckt habe, die einzige Maske, die ich fürs Gesicht benutzt habe. Seitdem ich die anderen Masken benutze, liegt die hier nur noch in der Schublade, weil die anderen wirklich bei weitem besser sind. Und die kann ich jetzt auch nicht mehr benutzen, weil ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Das ist diese Paste, die sich in ihre Bestandteile zersetzt hat. Also das sind feste Bestandteile, die in Flüssigkeit hin und her kullern. Und die könnte ich beim besten Willen nicht mehr benutzen, selbst wenn ich wollte. Werde ich auch nicht mehr nachkaufen, weil ich, wie gesagt, mit den ganzen anderen Masken, die ich so in Benutzung habe, weitaus mehr zufrieden bin und da auch mehr Variationen. Dann ist hier was, das ist auch im Zuge dieser Badezimmerschrank-Aussortieraktion überflüssig geworden. Und zwar ist das von Elizabeth Arden die 8-Hour-Cream, also die Original 8-Hour-Cream. Die hat meine Familie in Benutzung, seit ich denken kann, also seit ich 1 oder 2 Jahre alt bin. Also das, man traut sich es kaum zu sagen, über 40 Jahre. Und die ist wirklich ein Tausendsasser, ein Allround-Talent. Wir haben die benutzt für eingerissene Mundwinkel, für kleine Schrammen, Kratzer auf der Haut, für Wundestellen etc. Aber, und jetzt kommt der Knackpunkt, diese Tube ist jetzt bestimmt 4, 5 Jahre alt, also schon lange über die 36 Monate Verwendungsfrist hinaus. Es ist keine Naturkosmetik. Ich versuche ja hauptsächlich Naturkosmetik zu verwenden. Und der Duft, den ich einst geliebt habe, den habe ich überall wieder erkannt, der irritiert mich. Ich kann das Zeug nicht mehr riechen. Wenn ich das in die Nase kriege, dann... Also irgendwie... Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kann es nicht mehr benutzen. Ich will es nicht mehr benutzen. Es ist zwar leider... ich will nicht sagen, rausgeschmissenes Geld, weil das Zeug ist jetzt nicht das Billigste, aber ich habe keine Verwendung mehr dafür, also muss das leider gehen. Dann habe ich hier etwas, das wird wahrscheinlich niemand erkennen, weil es eine Abfüllung war. Ich hatte ja zum Geburtstag ein relativ umfangreiches Paket von jemand ganz Lieben bekommen, wo viele Proben, auch Originalgrößen und so weiter drin waren. Und da war unter anderem dies hier drin. Das war eine Abfüllung von dem Kinky Curly Custard, also eine Art Haargel speziell für Locken, für lockiges Haar, für welliges Haar. Das habe ich verglichen mit dem Haarstyling-Gel von Alverde, das ich normalerweise benutze. Und ich muss sagen, hier gefällt mir der Duft um Längen besser. Also das Alverde ist auch sehr angenehm, aber das hier ist ein himmlischer Duft. Den könnte ich den ganzen Tag riechen.
Es ist unterschiedlich. Also das ist ein Haargel, das Haar weitaus geschmeidiger hinterlässt, dafür aber auch nicht so viel Definition gibt, meiner Meinung nach, wie das Allverde. Aber ich weiß nicht, ob es mir wert wäre, den großen Tiegel zu kaufen. Der kostet, glaube ich, ich weiß es nicht genau, 25 Euro oder sowas. Es ist schon eine Hausnummer, aber ich müsste es, glaube ich, länger testen als die, was waren es, drei, vier Anwendungen, die ich hier drinnen hatte, um zu sehen, ob es nicht doch was mit meinen Haaren tut. Insofern, ich weiß nicht, ob ich das Kinky Curly Custard kaufen werde. Ich fand es angenehm, ich fand es schön. Wir werden sehen. Und diesen Behälter habe ich schon ausgewaschen. Den werde ich natürlich nicht wegschmeißen. Der ist wiederverwendbar und ich werde den auch für irgendwas wiederverwenden. Den kann man schön drücken. Vielleicht mal ein Duschgel für die Reise, für den Wochenendtrip. Da muss man nicht die große Pulle mitnehmen. Schauen wir mal. Dann habe ich in selbigem Paket dieses hier drin gehabt. Und zwar war das eine Stückseife. Ein 50 Gramm Stück von L'Occitane mit Kirschblütenduft. Wir haben bei uns im Badezimmer damals Seifenschalen angebracht und da liegt dann natürlich auch Stück Seife drauf, sonst würde es keinen Sinn machen. Und die benutzen wir, mein Mann und ich, zum Händewaschen. Und langer Rede, kurzer Sinn, die fand ich gut. Der Kirschblütenduft ist ähnlich dem von The Body Shop. Wer den kennt, also wer beide kennt, hat das auch vielleicht diesen Eindruck, dass die sich ziemlich ähnlich sind. Aufgrund dessen, dass L'Occitane jetzt aber nicht wirklich Naturkosmetik ist und auch nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob die Tierversuche machen oder nicht, nagelt mich darauf nicht fest, aber ich würde es von mir aus jetzt nicht kaufen, sagen wir es mal so. Ich fand sie angenehm, sie hat die Hände gepflegt und nicht ausgetrocknet. Das ist gut bei Seife, vor allem bei Stückseife. Würde ich sie nochmal geschenkt bekommen zum Beispiel, würde ich sie auch auf jeden Fall benutzen. Aber ich würde jetzt nicht explizit hingehen und mir die nachkaufen. So, dann habe ich ein dekoratives Produkt leer gemacht, und zwar Nagellack. Wenn ich mir in letzter Zeit mal die Nägel lackiert hatte, also die Fingernägel wohlgemerkt, dann eben in so weißlichen Tönen. Und das waren beides Nagellacke von Essence, die es beide nicht mehr gibt. Einmal diesen hier, den Essence Color and Go in der Farbe 102 Sparkling Water Lily. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar mal eine Limited Edition war. Also der ist schön irisierend mit so bunten, eher kühlen Schimmerpartikeln drin, fand ich sehr schön. Das sieht auch aus, als ob da noch jede Menge drin wäre. Dem ist aber nicht so, es ist nur noch ein Bodensatz drin und der ist zäh wie Leim, das geht gar nicht. Da habe ich mir neulich nochmal versucht, die Nägel mit zu lackieren und das war so ein Geschmiere und Gematsche, dass ich das direkt nach 5 Minuten wieder abgemacht habe, weil es auch gar nicht mehr getrocknet ist. Also gerade solche Nagellacke in dieser Farbvariante mit diesen Eigenschaften, die der hat, würde ich auch weiterhin benutzen, aber ich habe noch bei keiner Marke einen ähnlichen gefunden und schon gar nicht in der Naturkosmetik und momentan, jetzt ist wieder Gartenarbeit angesagt und so und da lackiere ich mir die Nägel nicht so oft. Aber den hätte ich jetzt durchaus noch mal gekauft. So, dann habe ich hier, kommen wir noch mal zurück zu den Haaren. Ich habe in letzter Zeit öfter mal die ein oder andere Frage dazu bekommen, was für eine Haarfarbe ich denn jetzt benutze. Ich hatte mir ja bis dato immer ganz viele feine Strähnchen blondiert und habe irgendwann gedacht, naja, meine Haare machen zwar viel mit, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Also lange hätten sie es wahrscheinlich nicht mehr so mitgemacht, nachdem ich die ungefähr, ich weiß es nicht, ein, 2 Jahre blondiert habe. Also schon heftiges Programm. Und ich bin ja froh, dass meine Haare so viel mitmachen. Aber ich habe gedacht, ich färbe jetzt wieder. Damit habe ich, glaube ich, im Dezember oder so, im Herbst letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres begonnen und habe mir eine Farbe gesucht, weil ich wieder einen Blondton haben wollte. Und bin fündig geworden bei Réel, also der Eigenmarke von DM.
Bei der Intensiv-Color-Creme in der Nuance 9.0 Lichtblond. Das ist also eine dauerhafte Koloration. Die wäscht sich nicht raus, sondern sie wächst bestenfalls raus. Nun wird aber meine Haarfarbe niemals der hier auf der Packung gleichkommen, weil das sowieso nie das gleiche Ergebnis wird. Und meine Haare ziehen von Natur aus immer so ein bisschen golden, rötlich, weil ich einfach von Natur aus rötlich blonde Haare habe. Und dadurch, dass die so lange so stark blondiert waren, müssen sich jetzt auch erstmal wieder Farbpigmente anlagern ans Haar. Das ist bei dieser aufgerauten, strapazierten Struktur nicht ganz so einfach. Aber da werde ich erstmal eine Weile bei bleiben. Und das ist auch echt günstig. Die Farbe kostet 1,45 Euro pro Packung und ich brauche momentan bei dieser Haarlänge auch wirklich nur eine Packung. Vielleicht variiere ich nochmal in der Nuance. Es gibt da noch eine andere Nuance, die ich vielleicht ausprobieren möchte, aber dieses 9.0 Lichtblond ist für mich momentan perfekt. Da sieht man nämlich auch den Ansatz nicht ganz so krass rauswachsen. Und wo ich gerade von Ansatz spreche, eine der Fragen, die häufiger kommt, ist, ob ich nicht mal wieder ein Haarfärbevideo machen kann. Hatte ich vor geraumer Zeit schon mal. Viel hat sich da nicht geändert, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem, wie ich das mache. Und die andere Frage ist, ob ich mal ein Haaransatzfärbevideo machen kann. Ich weiß nicht, ob das so wirklich interessant ist. Lasst ihr mich das gerne in den Kommentaren unter diesem Video wissen, ob euch das interessieren würde, ein Haarfärbe- oder ein Ansatzfärbevideo zu sehen. Je nachdem, wie da die Resonanz ist, werde ich das dann auch machen. Die Entscheidung überlasse ich euch. Dann habe ich aufgebraucht, nein, habe ich nicht aufgebraucht, aussortiert habe ich das. Auch in meiner Badezimmerschrank-Ausmistaktion. Dieses Produkt hier von Hansaplast, Hansaplast Foot Expert Anti-Hornhaut 2-in-1 Peeling mit Bimssteinpartikeln, Urea und Mandelöl. Das hatte ich mir vor einigen Jahren gekauft, weil es eine andere YouTuberin, die inzwischen leider keine Videos mehr macht, wirklich angepriesen hat. Und ich fand die Idee gut, sich mit diesem Produkt schön die Füße zu pflegen, gerade für den Sommer. Ich habe das damals, glaube ich, 2-3 Mal angewendet und dann in die Schublade gelegt, weil ich das Gefühl hinterher nicht gut fand. Also ich habe diesen Ölfilm, den dieses Peeling eben mit sich bringt, schier nicht mehr von den Füßen runterbekommen und das ist kein besonders angenehmes Gefühl und schon gar nicht, wenn man barfuß über Fliesen läuft. Ja, ich habe es damals in die Schublade gelegt und da ist es im Prinzip seither liegen geblieben. Und jetzt bei dieser Ausmistaktion habe ich gesagt, nee, komm, für was anderes benutzt es sowieso nicht mehr. Insofern fliegt das jetzt raus. Schade drum, aber ich weiß nicht, wofür ich das sonst nehmen könnte. Auch aus dieser Ausmistaktion ist dieses Teilchen hier. Das ist von Band-Aid, der Friction Block. Den habe ich mir seinerzeit mal in einem USA-Urlaub gekauft. Nicht mal in dem letzten und der liegt schon einige Zeit zurück, das war Ende 2015 und der hier muss wesentlich älter sein. Und dieser Friction Block ist ein Produkt, da macht man die Kappe ab und dann fällt einem die Hälfte schon entgegen, weil es auch mittlerweile ausgetrocknet ist. Das kann man so schön hochdrehen, im Prinzip wie ein Deo-Stick. Und das ist dazu gedacht, sich das auf die Stellen an den Füßen zu reiben, wo es Druckpunkte von Schuhen geben kann, wo Blasen oder eben Druckstellen entstehen können. Und das soll eben diese Reibung der Schuhe verhindern oder minimieren, sodass keine Blasen etc. entstehen. Den habe ich mir damals in dem Urlaub gekauft, weil ich wohl die entsprechenden Schuhe anhatte, die Druckstellen verursacht haben. Habe das dann 1-2 Mal wahrscheinlich benutzt. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und seitdem liegt auch das im Schrank. Sprich, das ist einige Jahre alt. Ich weiß nicht, ob es noch funktionieren würde. Es macht einen sehr trockenen Eindruck und insofern geht auch das auf den Müll. Dann sehe ich hier einige Parfümproben. Ich habe es mir ja zum Ziel gemacht, auf Naturkosmetik-Parfüm umzusteigen, außer meinen Signature-Duft, den ich habe. Das bleibt weiterhin konventionell. Und in diesem Sinne habe ich dann eben auch jetzt versucht, meine ganzen Proben aufzubrauchen, die ich noch hier liegen habe, weil durchs Liegen wird das nicht besser, eher schlechter. Und ich habe 4 Proben aufgebraucht. Einmal ist das
von Thomas Sabo, Charm Rose. Hat sehr angenehm gerochen. Den Duft fand ich toll, gerade jetzt im Frühjahr, so pudrig, blumig, einfach frühlingshaft, fand ich sehr schön. Ich weiß nicht, ob es den tatsächlich noch gibt, weil meine Proben auch alle relativ alt schon sind. Deshalb wollte ich die auch aufbrauchen. Es ist konventionelle Kosmetik und bei allen vier Proben gilt, ich werde sie voraussichtlich nicht kaufen, auch wenn ich sie gut fand, weil ich dadurch auch mich mal in der Naturkosmetik umschauen will. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich in Zukunft nicht vielleicht das ein oder andere Mal doch so ein Parfüm kaufen werde. Das zweite ist ein sehr bekanntes, auch schon älteres Parfüm, und zwar Jill von Jill Sander. Auch das fand ich total angenehm im Duft. Auch schön für den Frühling, wobei ich denke, dass das auch ein Ganzjahresparfüm sein kann. Der dritte im Bunde ist von Cartier, das Eau de Toilette Baiser Volé. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Französisch ist ein bisschen sehr eingerostet. Auch den fand ich sehr angenehm, diesen Duft. Irgendwie riecht gerade alles gleich. Aber das ist, glaube ich, auch mehr so ein Frühjahrsduft gewesen, wenn ich mich da nicht täusche. Und der letzte, den ich auch als Ganzjahresparfüm ansehen würde und der mit meinem Signature-Duft einiges gemeinsam hat, weil beide sind Calvin Klein. Das ist von Calvin Klein CK1. Den habe ich jetzt zuletzt benutzt, bevor ich die aktuelle Probe angebrochen habe. Und das ist auch so ein Ganzjahresduft. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich die kaufen würde, weil eben konventionelle Kosmetik, aber nichts ist in Stein gemeißelt. Dann habe ich hier ein Duschgel und das ärgert mich auch, dass ich das letzte Aufgebraucht-Video deshalb nicht zeigen konnte, weil da hatte ich mal Duschgel, was kein Drogerieprodukt war, was ich sehr schön fand. Es ist, wie es ist. Hier habe ich mal wieder das Alverde Duschgel Bio Grapefruit und Bio Bambus, habe ich euch schon öfter gezeigt. Kaufe ich immer mal wieder, nicht jedes Mal, wenn ich Duschgel kaufe, aber immer wieder. Es hat einen schönen frischen, zitrischen Duft durch die Grapefruit, ist also auch sehr gut für Männer geeignet, sprich, das benutzen mein Mann und ich zusammen. Und ja, das ist jetzt leer und wird demnächst wahrscheinlich wieder nachgekauft. Ich habe jetzt erstmal ein paar andere gekauft, die ich testen will, mal was ganz anderes, aber kommt irgendwann wieder. Auch leer ist das Feuchtigkeitswaschgel von Nonique für trockene Haut mit Bio-Avocadoöl und Bio-Olivenöl. Das benutze ich für meine eher fettige Haut morgens und abends. Auch das bekommt mein Mineralfoundation. Also ich benutze ja die Lili Lollo Mineralpuder Foundation. Das bekommt das hier locker runter in Kombination mit einem Waschhandschuh. Also ich brauche da kein extra Abschminkprodukt für, außer für die Mascara. Dann nehme ich Kokosöl und das benutze ich eben morgens und abends. Trocknet meine Haut nicht aus, eben weil es ja auch für trockene Haut ist und reinigt gut, riecht gut. Ich habe jetzt die, ich weiß nicht wie vielte Tube in Benutzung, wird immer wieder nachgekauft. Bis ich vielleicht mal irgendwann was anderes testen will, aber momentan sieht es nicht danach aus. Dann habe ich nochmal was aus der Ausmistaktion. Dieses Teilchen hier, das ist ein Rasierer, mit dem man zum Beispiel die Augenbrauen trimmen kann. Die Klinge ist beidseitig benutzbar und es war ja in letzter Zeit so modern, ich weiß nicht, ob es das noch ist, sich hier den Peach-Fuzz, diese ganzen feinen Härchen mit sowas abzurasieren, damit das Make-up schöner aussieht und besser aufgetragen werden kann. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Erstens mal ist diese Klinge, da tut sich nichts, wenn man so macht, aber die Klinge ist ziemlich hart. Das heißt, wenn ich hier rüber gegangen bin, dann hat es schon richtig an der Haut gekratzt. Sie war jetzt hinterher nicht irritiert oder gerötet, aber ich habe dieses deutliche Kratzen gemerkt. Der Peachfass war weg, also da war nicht ein Härchen mehr. Problem bei der Sache ist, dass ich persönlich nach Anwendung dieses Gerätes innerhalb kürzester Zeit
da wo ich das angewendet habe, richtig dick Pickel bekommen habe, was ich normalerweise überhaupt nicht bekomme. Ich habe zwar mal die ein oder andere Unreinheit, aber hier in der Partie Pickel oder so richtig fiese, nein, normalerweise nicht. Und diese Pickel, die sind dann auch Wochen und Monate nicht mehr weggegangen. Die habe ich auch mit der besten Behandlung nicht wegbekommen. Was ich da alles draufgeschmiert habe, damit die schneller zurückgehen, hat alles keinen Zweck gehabt. Also sowas hier benutze ich nicht mehr. Da habe ich lieber Peach-Fass und die Foundation sieht vielleicht hier so ein bisschen grau aus, wenn sie sich unter den Härchen absetzt. Aber das Rasieren mache ich nicht mehr. Übrigens wachsen die Haare dann auch nicht wie beim Mann irgendwie stärker nach oder so. Also ich habe nach wie vor einen ganz normalen, flauschigen Peach-Fass. Und noch was fürs Gesicht. Das ist von Lavera die Basis-Sensitiv-Feuchtigkeitscreme mit Bio-Jojoba und Bio-Aloe Vera. Die habe ich für die Nachtpflege benutzt, also in meiner Abendroutine. Und auch zwischendurch mal fürs Dekolleté, weil ich das Gefühl hatte, das ist ein bisschen sehr trocken. Davon hatte ich schon die eine oder andere Tube und werde es sicherlich auch das ein oder andere Mal nochmal kaufen. Jetzt aktuell nicht. Es gibt dazu nichts Negatives zu sagen. Die Creme hat die Haut gepflegt, hat sie mit Feuchtigkeit versorgt, hat allerdings bei mir auch jetzt nicht den Einfluss gehabt, dass sich dadurch weniger Fett gebildet hat, weil ich eine feuchtigkeitsarme, fettige Haut habe. Also Fettbildung war nach wie vor genauso. Sie ist okay, aber sie haut mich nicht vom Hocker. Es ist irgendwie ein Produkt, was man zwischendurch immer mal kaufen kann. Dann hatte ich auch in dem Geburtstagspäckchen dieses Produkt drin. Entschuldigung, wenn ich mir immer hier durch die Haare fahre, die rutschen mir gerade die ganze Zeit ins Gesicht. Also das war auch in dem Päckchen drin von Ahava Time to Clear All-in-One Toning Cleanser. Also ein Reinigungsprodukt fürs Gesicht, was auch gleichzeitig tont mit totes Meermineralien. Ahava ist keine Naturkosmetik in dem Sinne und auch nicht unbedingt das Billigste, was es gibt. Ich fand diesen Cleanser sehr angenehm. Er hat genauso wie das Noniqua-Gel sowohl morgens mein Gesicht gut gereinigt als auch abends mit der Mineralfoundation und einem Waschhandschuh. Also auch da hatte ich keine Rückstände auf dem Gesicht. Was mir an dem Produkt am allermeisten gefallen hat, ist der Duft. Der Duft ist so angenehm, so richtig spa-mäßig, relaxend. Den fand ich echt schön. Aber ich werde mir dieses Produkt wahrscheinlich nicht kaufen, aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe. Keine Naturkosmetik und ja, doch relativ teuer für das, was es ist. Dann habe ich hier noch zwei und das, oh, das ist zufällig beides für die Augen. Einmal habe ich hier noch eine Probe aufgebraucht von dem Origins Ginseng Refreshing Eye Cream to Brighten and Depuff. Davon hatte ich schon mal eine Probe, die muss ich in einem der letzten Aufgebraucht-Videos gezeigt haben. Ich hoffe nicht in dem letzten, dass keiner zu Gesicht bekommen hat. Die fand ich auch sehr angenehm, hat auch sehr, sehr gut gerochen. Die habe ich hauptsächlich morgens benutzt, eben weil sie ja Brighten and Depuffing ist, also aufhellend und abschwellend sozusagen. Da macht es abends natürlich keinen Sinn. Und ich hatte den Eindruck, dass dieser Brightening-Effekt tatsächlich richtig sichtbar war. Also wenn ich die aufgetragen habe, sind die dunklen Schatten hier deutlich minimiert gewesen und auch die Fältchen hat man nicht mehr so gesehen. Origins ist aber auch wieder keine Naturkosmetik und auch nicht besonders günstig. Also, wenn ich sie geschenkt bekommen würde, was nicht passieren wird, also Originalprodukt meine ich natürlich, was nicht passieren wird, würde ich sie benutzen, aber ich würde sie mir nicht kaufen. Also, was ich mir aber schon wieder nachgekauft habe, ist diese Augencreme von Alterra. Die Anti-Age-Augencreme Orchidee, zellaktiv plus Q10, reife und anspruchsvolle Haut mit Bio-Arganöl.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Augencreme hat dem Augenfluid von Santé, das ich jetzt sehr lange benutzt habe und heiß und innig geliebt habe, das hat dem den Rang abgelaufen. Ich finde diese Augencreme total toll. Ich benutze die morgens und abends. Auch hier habe ich zumindest den Eindruck, dass sie leicht aufhellend wirkt, auch wenn das nicht explizit hier ausgelobt wird. Steht zwar, kleine Fältchen werden nachweisbar gemildert und die Hautstruktur geglättet. Ich finde tatsächlich, dass es so einen leichten Effekt hat, so einen leichten Brightening-Effekt hat, und auch der Duft gefällt mir sehr gut. Also die benutze ich tatsächlich morgens und abends, und dadurch, dass die relativ günstig ist, mache ich abends mal so richtig eine dicke Packung drauf und gehe dann damit ins Bett. Sehr, sehr schön. Also die ist schon wieder in Benutzung und die werde ich wahrscheinlich danach auch wieder nachkaufen. Sehr schönes Produkt, kostengünstig, Naturkosmetik, Drogerie. Und das war's mit meinen aufgebrauchten Produkten für dieses Mal. Es ist nicht allzu viel geworden, aufgrund dessen, dass halt jetzt nicht ein allzu großer Zeitraum seit meinem letzten Video vergangen ist, auch wenn das keiner gesehen hat. Ach, das fuchst mich wirklich. Aber so ist es nun mal. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht habt ihr den ein oder anderen Tipp, was ich in Sachen Naturkosmetik gerade in diesen Produktkategorien noch ausprobieren kann. Oder ihr habt auch andere Tipps oder Anregungen, auch Videos, die ihr gerne sehen wollt. Lasst mich das mit den Haarfärbegeschichten gerne wissen, ob ihr das sehen wollt oder auch nicht. Und das soll es dann jetzt gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss.